Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um die Stoffwindelsysteme, das heißt, welche Systeme gibt es und wie funktionieren die Systeme. Ja, ich habe hier unten einfach mal ein paar Sachen liegen und wollte euch das einfach gerne mal zeigen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ja, los geht's. Fangen wir an mit der einfachsten Wickelmethode und zwar All-in-Ones. All-in-Ones ist ein Wickelsystem, was der Wegwerfwindel am nächsten kommt. Also man kann sagen, alles in einem, so wie das Wort eben sagt. Und man kann die Windel einfach so komplett benutzen, wie sie ist. Also die Windeln kommen so zu euch. Das hier ist jetzt eine von Thirsties, eine One-Size-All-in-One. Und die Windel kommt eben so zu euch, so wie sie ist. Und so wie sie ist, könnt ihr sie natürlich nach dem Waschen benutzen direkt. Die Windel ist von 4 bis 18 Kilo, das heißt wirklich von fast Neugeborenen bis zum Trockenwerden, sage ich jetzt mal. Weil man sie einfach sehr, sehr häufig verstellen kann. Ne? Also es gibt bei den Stoffwindeln auch einmal die Klettverschlüsse. Da habe ich jetzt, glaube ich, gar keinen da. Nein, ich bin nämlich absoluter Snap-Fan. Also es gibt einmal diese Snaps, das sind diese hier, das sind diese Druckknöpfe, die man hier dann einfach so ranmachen kann. Aber es gibt natürlich auch Klettverschluss. Klettverschluss haben wir auch einiges da, aber da ist das Problem, wir haben die jetzt dreimal gewaschen und die sehen schon so scheiße aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und bei einer Windel halten die sogar fast gar nicht mehr. Das finde ich so unglaublich schade. Und dementsprechend wird nur noch in Snaps bestellt. Und ja, da hat es bis jetzt immer gehalten und die sehen einfach immer viel, viel besser aus, weil die Klettverschlüsse gehen einfach sehr, sehr schnell kaputt und sehen einfach nicht mehr schön aus. Auch wenn man die erst dreimal benutzt hat. Ja, also weiter geht's mit der All-in-One. Ihr könnt die hier in der Größe so verstellen. Einmal hier so. Das ist so eine ganz, ganz kleine Windel. Oder eben dann etwas länger. So. Zumachen tut ihr das Ganze einfach auch hier mit den Snaps. Das ist alles auch, ja, könnt ihr so der Größe variieren, ne? Ganz klein oder halt so ein bisschen größer. Sind da genug Snaps da? Und bei der All-in-One ist es jetzt so, dass die Einlagen eingenäht sind. So. Also hier seht ihr, sind die Einlagen eingenäht. Eins und zwei, die könnt ihr nicht rausnehmen. Hier in den einzelnen Einlagen sind so kleine Taschen drin für die Booster. Das heißt, das sind Einlagen, womit ihr die nochmal stopfen könnt, wenn das hier nicht ausreicht. Vorteil dieser Windel ist eben, dass es super einfach ist für jeden, der sich mit dem Stoffwindelthema noch nicht auskennt. Ja, zum Beispiel Kindergarten. Ganz viele kaufen diese All-in-Ones eben für den Kindergarten, weil man braucht sie halt wirklich nur anziehen und braucht da nichts irgendwie reintun oder so, sondern die ist wirklich so fertig, wie sie ist und kommt auch so im Endeffekt wieder in die Wäsche, wie sie ist. Das ist natürlich ein großer Vorteil, zum Beispiel jetzt auch für meine Eltern und so, wenn sie sich einfach noch nicht mit dem Thema auskennen. Aber Nachteil eben, man hat einen Haufen Wäsche, weil man eben immer die ganze Windel waschen muss. Dann ein zweiter Nachteil, man kann nicht selbst entscheiden, welche Einlagen drin sind. Zum Beispiel, wenn man gerne andere Einlagen lieber drin hätte, dann kann man die eben nicht rausnehmen. Und noch ein Nachteil ist eben durch das häufige Waschen, weil man wie gesagt immer die ganze Windel waschen muss. Ja, ist der Verschleiß natürlich extrem hoch, weil man die so oft waschen muss, dann gehen die eben schneller kaputt, sagt man. So, also das schon mal zur All-in-One-Windel. Sonst, wie gesagt, man kann sie boosten, also wenn die Einlagen nicht ausreichen, könnt ihr da locker noch mehr Einlagen reinmachen. Also ich finde die All-in-One sehr, sehr praktisch, aber ich bin eher ein Fan von der Überhosensystem. Das zeige ich euch jetzt einmal. Das ist nämlich das hier. Also das hier ist eine Überhose und das ist auch eine One-Size. Die ist von Rumbaroo. Ich liebe die Firma. Das ist meine absolute Lieblingsfirma, was Stoffwindeln angeht. So sieht das Logo aus. Rumbaroos. Absolut meine Lieblingsfirma, wie gesagt. Und diese Überhose ist eigentlich... ja, wie so eine All-in-One, nur da ist nichts drin.
Also, wenn wir die aufmachen, die gibt es natürlich auch mit Klett und Snaps, ist eben nur so eine äußere Hülle da, ja? Seht ihr das? Also es ist nur so eine äußere Hülle. Und wenn das Baby da Pipi reinmacht, dann wäre das nicht so gut, weil da ist natürlich kein Saugmaterial drin. Und dafür gibt es dann Einlagen, wie zum Beispiel diese Prefall, die ich hier habe. Das sind eben solche, ja, Tücher, Dinger. Und die faltet man hier eben an den gewissen Stellen. Beziehungsweise kann man die auch anders falten. Da gibt es verschiedene Techniken für Jungs, für Mädchen. Und dann werden diese Prefalls einfach hier reingelegt. In diese Windel. So. Zack, zack, zack. Und dann hat die Windel ein Saugmaterial drin und kann dann so verwendet werden. Ihr könnt auch andere Einlagen reinmachen, so wie euch das am besten gefällt. Aber das ist dann sozusagen das Überhosensystem. Das Überhosensystem ist wirklich einer meiner Lieblingssysteme, sogar ich würde sagen mein Lieblingssystem, weil es einfach super einfach ist, beziehungsweise auch weniger Wäsche ist. Denn wenn die Windel benutzt ist, dann nimmt man die Einlage raus, weil die ist ja dann nass oder sogar vollgeschiedert, dann kommt die in die Wäsche. Die Überhose allerdings, wenn die hier an den Rändern sauber ist, was bei uns sehr oft nicht der Fall ist, aber wenn die hier an den Rändern sauber ist, wischt ihr sie einmal aus oder ich spüle sie einmal unter dem Waschbecken einmal so aus und dann könnt ihr sie einfach trocknen, über die Heizung legen oder über die Wäscheleine und dann ist sie trocken. Wenn sie wieder trocken ist, könnt ihr sie einfach wieder benutzen. Dann nehmt ihr euch eine neue Prefall oder eine neue Einlage, tut die hier wieder rein. Und zack, zack, ist die Windel wieder fertig. Ja, das finde ich wirklich sehr praktisch, weil ihr habt weniger Wäsche, weil ihr ja immer nur die Einlagen waschen müsst, wenn die Überhosen sauber bleiben. Und die sind natürlich auch nicht so schnell verschlissen, weil ihr sie nicht so oft wäscht. Ihr wischt die ja immer nur aus oder spült sie halt einmal nur ab. Aber so ein richtiger Verschleiß ist da eben nicht, weil ihr die nicht so oft waschen müsst. Das ist natürlich sehr praktisch, was da der Nachteil ist, ihr müsst die immer bestücken wieder. Das heißt, immer, ich mache es immer direkt nach der Wäsche, wenn die trocken sind, tue ich immer die Einlagen wieder rein, Windelvlies rein und dann, wenn ich sie benutzen will, ist sie immer schon fertig. Also das ist halt immer, ja, das müsst ihr halt dann machen. Das heißt, die Windel immer wieder mit einer Einlage vorher bestücken. Das kostet halt etwas Zeit, das ist bei der All-in-One eben nicht so, weil da ist es eben halt schon drinne. Achso, bei der All-in-One ist es eben noch so, dass sie auch viel länger zum Trocknen brauchen, ne? Weil sie eben hier die ganzen Einlagen und so, es braucht sehr, sehr lange zum Trocknen. Das ist bei der nicht so, die legt ihr ein paar Minuten auf die Heizung und lässt sie trocken. Ja, aber wie gesagt, das ist halt eben auch ein bisschen zeitintensiver, wenn ihr die immer wieder bestücken muss. Und es ist halt auch für Anfänger nicht so einfach, aber ich wickle jetzt seit 2 Wochen und das ist einfach gar kein Problem für mich. Einfach Einlage rein. Windel fließt drüber und fertig ist. Ja, dann gibt es noch ein System und zwar nennt sich das Pocket Windel. Und zwar habe ich hier eine Pocket Windel von Milovia. Das ist auch eine meiner Lieblingsfirmen und das Design ist ja immer obersüß, oder? Also, die habe ich hier auch noch gar nicht ausgepackt. Ist noch alles dran hier. Ja, eine Pocket Windel sieht so aus. Und eine Pocketwindel hat meistens immer hier eine Lasche. So, die Lasche ist jetzt hier vorne, manchmal ist sie hinten. Und in dieser Lasche hier, in diesen Hohlraum, hier so, kommt die Einlage rein. Ja, hier bei Milovia waren jetzt die Einlagen schon dabei. Das ist einmal so eine hier und einmal eine etwas kleinere. Da kann man entweder beide oder nur eine reinlegen oder ihr nehmt auch was ganz anderes. Das könnt ihr total selbst entscheiden. Das ist halt das Praktische bei der Pocketwindel. Die Pocketwindel ist nämlich eigentlich so wie die All-in-One. Nur, dass eben bei der Pocketwindel ihr die Einlagen selbst bestimmen könnt und auch hier wieder nach dem Waschen selbst reintun müsst. Also ihr könnt die ganze Pocketwindel so in die Wäsche schmeißen mit den Einlagen da drinne. Und meistens ist es so bei meinen, also wenn ich die wasche, dann gehen die Einlagen von alleine bei der Wäsche wieder raus. So habe ich jetzt meine Erfahrung immer gemacht. Also immer, wenn ich die aus der Wäsche geholt habe, waren die Einlagen weg. Also hier nichts mehr drin.
Genau, also die gehen da eben alleine raus und das Problem, ihr müsst halt nach der Wäsche die auch wieder reintun, so wie bei einem Überhosensystem. Aber sonst nehmt ihr einfach die Einlagen und steckt die hier in dieses Loch rein. Und das Gute ist eben dabei, ihr könnt wirklich selbst entscheiden, was ist da drinne, weil das kommt halt auch immer aufs Kind an, ne? Wie viel pinkelt das Kind und wie viele Einlagen braucht ihr, was sind eure Lieblingseinlagen? Es gibt da ja so viele verschiedene. Und genau, wenn das jetzt hier drin ist, hier seht ihr die Einlage. Hier kann man es bei Melovia noch so ein bisschen umstülpen. Das finde ich auch sehr praktisch. Genau, und dann ist die Windel gefüllt. So sieht das aus. Da könnt ihr jetzt noch ein Windelvlies drüber machen. Was ich hier sehr gut finde, ist, dass das hier sehr, sehr weich ist. Und das, was beim Baby ist, ist super weich und super angenehm. Und dann, ups, macht ihr die einfach zu. Zack, zack. Und das sind auch super, super easy. So, was bei. Also eigentlich ist es dann auch eine super einfache Windel, wenn ihr die vorher bestückt. So wie eine All-in-One im Endeffekt, nur dass ihr hier die eben bestücken müsst. Aber ihr müsst auch, halt auch hier wieder immer die ganze Windel waschen, so wie bei der All-in-One, weil eben hier das hier auch immer dreckig wird. Also auch hier ist der Verschleiß wieder sehr hoch. Und dafür braucht ihr aber nicht so lange zum Trocknen, weil das hier einfach natürlich nur dünner ist, ne? Als bei der All-in-One. Ja. Aber das ist sozusagen die Pocket-Windel. Da könnt ihr, wie gesagt, immer selbst entscheiden, was da drinnen ist. Und könnt es sozusagen dem Kind anpassen. Dann habe ich hier noch eine Pocket-Windel. Die wollte ich euch auch nochmal zeigen. Die ist wieder von Rumbaroo, meine Lieblingsfirma. Die liebe ich wirklich total. Und hier ist eben auch so, dass ihr hier eben die Windel habt. So. Und hier sind eben die Einlagen drinnen, ne? Also hier könnt ihr die sozusagen so rausziehen. Das sind jetzt auch wieder zwei, die sind aneinander gesnappt. Da gibt es eben ganz verschiedene. Und da ist hier eben wieder dieses Loch. Und da könnt ihr dann die Einlage rein tun. So, dann gibt es bei Pocket-Windeln auch noch die Snap-in-One. Das heißt, dass ihr die Einlagen nicht hier in so eine Tasche packt, sondern mit Druckknöpfen befestigt. Das gibt es auch noch. Das habe ich jetzt aber leider nicht da. Kann ich euch leider nicht zeigen. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu dem letzten System, beziehungsweise habe ich ein System gerade nicht hier, sondern das ist in der Wäsche. Und zwar habe ich euch das aber im letzten Video ganz genau erklärt. Das ist ein System mit einer Art Wanne. Und das Video verlinke ich euch einfach mal hier oben, dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen, falls euch das nochmal interessiert. Aber wie gesagt, das habe ich gerade nicht da, das ist in der Wäsche. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Nachtwindelsystem, weil ja, man muss natürlich auch, oder man wickelt natürlich auch nachts. Und nachts muss so eine Windel natürlich ein bisschen länger halten. Zum Beispiel meine Maus wird schon lange nicht mehr nachts gewickelt. Die Windeln haben damals immer super gehalten die ganze Nacht und sie piescht eigentlich nur, wenn sie aufwacht direkt. Und danach piescht sie eigentlich gar nicht. Und da gibt es eben diese Höschenwindeln, beziehungsweise Nachtwindeln. So, diese Nacht- und Höschenwindeln bestehen eigentlich komplett aus saugfähigem Material. Also ich packe euch die hier mal aus. Übrigens absolutes geiles Design, muss ich wirklich sagen. Ich liebe das. Genau, es ist eben hier mit so richtig süßen Kirschen und so, ne? Oh mein Gott. Also diese Windel kommt auch so zu euch. Die hat hier verschiedene Einlagen. Jetzt sind hier wieder zwei drin. Eine ganz, ganz weiche und eine, ja, richtig schön saugfähige. Die ist hier reingesnappt. Seht ihr das, ne? Hier ist einmal mit so einem Druckknopf das reingesnappt, damit die auch schön an Ort und Stelle bleibt. Und genau, das ist eben so eine große, die faltet ihr dann einfach und dann könnt ihr nach Wahl die auch weiterhin bestücken. Wenn euer Baby viel piecht, dann macht ihr noch eine Einlage rein, das ist gar kein Problem. Und bei dieser ist es so, die hält eben so viel, also die kann wirklich bis zu 12 Stunden getragen werden. Weil die ganze Windel sozusagen eine Einlage ist. Ja, also ihr habt hier die Einlage, aber auch die ganze Windel ist eben aus diesem Einlagenmaterial. Ja, also die ganze Windel saugt auf. So, das Problem dabei natürlich, die hat hier draußen keine Beschichtung. Das heißt, die Pipi geht auch hier durch diesen Stoff. Das heißt, ihr braucht jedes Mal, wenn ihr eine Höschenwindel benutzt, könnt ihr natürlich auch am Tag benutzen. Braucht ihr eine Überhose drüber, die halt eben so einen wasserabweisenden Stoff hat. Ich glaube, das ist PUL, heißt das, glaube ich.
Genau. Und diese Windel hat das eben nicht. Das hier ist ein ganz weicher Stoff und da geht die Pipi dann eben durch. Und auch morgens, wenn ich die Kleine wickel, dann ist das hier schon nass. Also das merkt man schon. Also ihr zieht einfach diese Windel an, diese Höschenwindel. Zack, zack. Und dann kommt einfach hier diese Überhose einfach so drüber. Zack. Und zack. Das ganze Windelpaket ist dann natürlich echt total groß. Also wenn ihr mal schaut, ne, das ist echt schon ein ganz schöner Windelpo. Aber so hält es wirklich 12 Stunden, also bis zu 12 Stunden. Und wir haben jetzt auch schon sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Nachts ist noch nie eine Windel ausgelaufen bei uns. Und die Kleine, ja, schläft eigentlich schon so 10, 11 Stunden. Also 10, 11 Stunden schläft sie nicht durch, aber trägt sie halt die Windel. Und das hält bis jetzt wirklich super, super gut. Ja, das ist also das Nachtwindelsystem, wie das funktioniert. Hier müsst ihr halt auch immer wieder die ganze Höschenwindel in die Wäsche tun, weil die ist natürlich durch dann, weil die ja komplett vollgepischt wird. Und bei dieser Überhose ist es so, dass ihr die einfach auswischen könnt wieder und dann wieder benutzen könnt, wenn sie natürlich nicht eingesaut ist. Ja, als Überhose gibt es auch noch Wollüberhosen. Die habe ich jetzt auch leider nicht da für euch. Die hat die Kleine nämlich letzte Nacht voll gemacht. Und dementsprechend ist die jetzt in der Wäsche. Aber das sind so, ja, so Schlupfwindeln, die könnt ihr halt so anziehen aus Wolle. Die lassen auch nichts durch und die tragen wir nachts sehr, sehr gerne. Eigentlich ausschließlich über diese Nachthosen tragen wir eigentlich nur die Wollüberhosen. Aber wie gesagt, ist die jetzt dreckig. Das heißt, heute Nacht gibt es eine normale Überhose. Genau, und das waren jetzt eigentlich alle Systeme. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, was die Einlagen angeht, diese IKEA-Waschlappen hier. Da kostet das 10er-Pack, glaube ich, 3 Euro und die sind super gut. Die könnt ihr auch falten und dann auch so in die Windel geben. Das machen ganz, ganz viele und ja, auch wir benutzen das so. Das ist echt super, super gut. Und genau, das war es eigentlich dann auch schon zu den Systemen. Ja, die Windeln, die ich euch heute gezeigt habe, sind alle von Stoffi Welt. Und ich verlinke euch einfach mal den Link unten in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen. Stoffi Welt ist ein Shop, wirklich mein absoluter Lieblingsshop, denn es gibt dort alles, wirklich. Erstmal gibt es dort meine absolute Lieblingsfirma und zwar Rumbaroo. Und sie haben halt wirklich so süße Windeln. Also schaut euch diese hier mal an oder diese hier mit diesem Bauernhof. Ich bin einfach so begeistert. Sie haben wirklich fast alle Marken vertreten und man findet immer etwas. Sie haben Einlagen, sie haben Pre-Rolls, sie haben Windelvlies, sie haben Waschmittel, die haben wirklich alles. Wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendwas vergessen habe, einfach ab in die Kommentare. Und ja, dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!